So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Turnierplatz. Turnierplatz ist es ja nicht. Wie hieß das nochmal? Ich werde es gleich wieder sehen. Hier. Na. Ja, Kolosseum. Mir wollte es gerade nicht in den Kopf, aber. Warte mal, ja, ich muss kurz zurück. Ich muss mal gucken. Sind meine Digimon überhaupt geheilt? Ja, sonst hätte ich mich nochmal nach Hause zurückgehen müssen. Also können wir da ruhig hin. So, und wenn man das eben machen will, geht man hier zu Leomon. Ja, ich will das die Prüfung machen zum Bronze-Thema. Da muss man natürlich 500 Bits zahlen, ist ja klar. Es gibt nichts umsonst. Wo? Ja, zum Warteraum. Unser Warteraum war hier links. Vielleicht mal drauf und dann nach rechts zu gehen. Bist du bereit, zum Battle Stage zu gehen? Ja, ich bin ready. Viel Glück. Und unser Gegner ist Ei. Hallo, du bist also mein. Du bist ja der heutige Herausforderer. Yep. Ja, ich bin Ei, der Testüberwacher für heute. Ich mag jung aussehen. Ich bin ein Yoseno. Ich bin dein Aufpasser. Ich bin Rang über dir halt. Hast du die Regeln verstanden? Alles, was du tun musst, ist, mich zu besiegen. Dann wirst du befördert zum Bronze-Thema. Nun lass uns sehen, was du drauf hast. I'll be making the final calls. Mit ja, ich werde dir die Moderation führen. Referee. So, Shatram. Ah, Shatram. Pack meinen Mund. Shatramon ist so geil. Das ist Wormon, wenn das mit dem Digi-Armor eines Mutes digitiert. Es ist so ein cooles Digimon. Ich war schon mal überlegt, ob ich mir das vielleicht ins Team hole. Aber es ist bei Armor-Digitation immer das Problem. Sie digitieren nur einmal und sie können dann nie wieder zurückdigitieren. Man muss sie vorher extrem viel trainieren, dass sie auf dem Maximum ihrer Power sind. Sie werden aber als Ultra-Digimon gehandelt hier, vom Level her. Aber wirklich cool. Und Magnamon. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schaffe. Was bist du? Du bist Insekt. Okay, jetzt zählt immer noch an Insekt. Soll ich dich mit Wind angreifen? 31. Ich glaube, ich habe mich überschätzt. So ist es doof, dass sie nicht nebeneinander stehen, aber ich mache es trotzdem so, weil es einfach mehr Schaden macht. So, und er ist holy. Werde ich ihn mit Schatten angreifen? Ja, das bringt auch was, das ist gut. Das kann ich, also sieht vom Schaden hier, der Schaden ist okay, den ich mache. Es geht, ich kann nur hoffen, dass sie mir jetzt nicht so viel Schaden machen. Nee, machen sie mir nicht, also jedenfalls eher. Ja, und der Schaden lässt sich jetzt auch überleben. Schaut mal, ist so cool. So ein Feuerinsekt, so eine Mischung, so ist Insekt und Flammenraum, das sieht so cool aus. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in den früheren Parts erzählt habe, aber ich habe, als ich das erste Mal. Mann, jetzt gehe ich mal daneben. Dorn gespielt habe, da habe ich mir auch so ein Team gemacht. Das ist zurzeit Magnamon, Flammenraum und Imperialdramon. Ich bin doch dabei, Paladin. Imperialdramon Paladin Mode zu bekommen, was recht schwer ist, weil man muss sich erst einen Omegamon machen. Und dafür braucht man erst einen Wargreymon und einen Metallgarurumon. Ja, diese coolen Digimon brauchen extrem lange, um die zu bekommen. Aber mit Geduld kriegt man das hin. Jedenfalls, das war auch echt ein richtig starkes Team, was ich hatte. Und so ein Team nur aus Armor Digimon ist eigentlich auch nicht so schlecht. Aber wie gesagt, das brauchst du lange zum Trainieren. Man muss das vorher alles trainieren, bis wirklich alles auf Maximal ist. Weil, wie gesagt, als Armor kann man weder vor noch zurück digitieren. Und das braucht man halt, damit man bis zum maximalen Level kommt, die volle Kraftpotenz eines Digimon ausschöpfen kann. Deswegen muss man sich das wirklich überlegen mit Armor Digimon. Wenn ich was Falsches sage, korrigiert mich ruhig.
Das habe ich ja schon gemerkt, dass meine Informationen nicht immer ganz korrekt sind. Lizard? Oh, interessant. Wusste ich gar nicht. Ein Magnamon kann immer nur so feuermäßig attacken. Oh, nochmal Shadow Claw. Und ich hätte schon ein bisschen Panik gehabt, wenn ich das vielleicht nicht schaffen würde, aber sieht ja ganz gut aus soweit. Hä? Achso. Es greift jetzt auch mal an. Ich glaube, ja, bevor es das nächste Mal angreifen kann, haben wir es down bekommen, ganz bestimmt. Jo, sogar noch mit Volltreffer. Ich denke mal, eine Shadow Claw, der könnte hinüber sein. Wenn nicht, der macht spätestens Geogrämon weg. Ja, Geogrämon macht ihn jetzt weg. Super! Wir haben es geschafft! Yay! Holy und Insekten. Ja, das ist gut. Das ist soweit gut. Ja, man sieht auch, man kriegt ja gute Erfahrung. Winner ist AJ. Ja. Phew, du bist stark. Sieht aus, als ich keine Chance gehabt. Du hast bestanden. So, was sagst du jetzt? Danke. Gut, ich mag deinen Enthusiasmus. Von nun an bist du ein Bronze-Tamer. Arbeite weiterhin hart für die Union. Congratulations, Bronze. Yay, wir freuen uns. Thema Rang ist aufgestiegen. Nein, gut gemacht, AJ. Hier ist noch ein bisschen Papierkram, musst du hier unterschreiben. Danke, viel Glück zu dir. Oh, bekomme ich jetzt doch keine Geldpreise, habe ich damit vertan? Okay, dann habe ich anscheinend vertan damit. Egal. So, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich gehe mal gucken, ob schon eine neue Quest da ist von der Union. Dann werde ich die mal annehmen und dann halt im nächsten Part machen. Aber das wird nur mal ganz kurz was haben. Das wird mir sonst ein bisschen zu kurz. Mit EWD Union Headquarters. Und habe eine neue Quest für mich. Ja. Nightcrawler Sword. Okay, dann gehen wir nochmal hin und hören uns an, was wir zu tun haben. Jetzt mal ganz ernsthaft, ich weiß gerade im Moment nicht, wofür man die Ringe nochmal braucht. Man kommt ja auch so durch. Einer sagt es mir bestimmt dann in den Kommentaren. Die Nightcrawler haben uns plötzlich attackiert im Resistor Jungle. Diese Typen sind echt verdächtig. Sie müssen diejenigen sein, die City zerstört haben. Aber Claire, das ist ein großes Problem, wenn die Nightcrow die City wirklich zerstört haben. Wir können sie nicht das tun lassen, was sie wollen. Aber wir wissen immer noch nicht die Wahrheit. Wir können mit unseren Verurteilungen nicht beeilen. Ach, Entschuldigung, ganz kurze Unterbrechung. So, Entschuldigung für diese kleine Unterbrechung. Ups, was ist leider geklickt. Also wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen und unvorsichtig handeln. Das ist sehr schwierig. Gutes Timing, AJ. Ich möchte, dass du nach was ist zur Jungle gehst und dich mit einem Thema von Nightcrawler triffst. Vielleicht wissen sie etwas. Ihr alle sind verängstigt, seitdem wir nicht genug Informationen haben. Wir müssen mehr darüber erfahren. Sei vorsichtig und provoziere sie nicht. Edge, denk daran, sehr vorsichtig zu sein, oder aufmerksam zu sein. Irgendwas stimmt nicht bei der Nightcrawler.
lass, ich hör grad ab, ja, behalte deine Verteidigung oben, das ist nicht gut. Sie denken, wir sind der Feind. Eins ist sicher. Etwas geschieht in der Digi-Welt. Scheiße. Hierzu, resiste Jungle und frage Nitro, wer CD zerstört hat. Lass die Nitro dich nicht einschüchtern, Cheater. Ich bin nicht eingeschüchtert. Warum sollte ich von diesen Kerlen eingeschüchtert sein? Wir sind Lightfang. Dann lass uns gehen. Ja, man merkt, ich habe manchmal so kleine Probleme mit dem Übersetzen. Okay, wir müssen dann in den Resistor-Dschungel. Ich mag den Dschungel auch nicht. Sümpfe und Dschungel und Wald ist nicht so meins wirklich. Aber da werden wir erst im nächsten Part hingehen. Jetzt haben wir erstmal genug Zeit für Plan Part. Also, bis denn dann.